Moin Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Benchmark mit meiner neuen Grafikkarte. Ich dachte mir, Mensch, wenn wir schon so viel Rechenpower unter der Haube haben, dann können wir die doch auch mal für was anderes als zum Zocken benutzen. Wir sehen immer nur, hey, hier wird gezockt und so viel FPS die Sekunde, jetzt lass uns mal was anderes machen, was uns IT-Sicherheitsfreaks auch begeistert. Und zwar, wir wollen Hashcat benchmarken. Das ist relativ einfach, ihr ladet euch Hashcat runter. Ich habe hier mal Windows genommen. Warum habe ich Windows genommen? Weil hier die aktuellsten Treiber draußen sind und die werden natürlich auch offiziell von Nvidia absolut supportet, immer die neueste Version und so weiter und so fort, deswegen ziemlich geil. Dachte ich mir, Mensch, probieren wir doch einfach mal aus. So, ganz kurz, was bedeutet Hashcat? Es gibt auch ein ausführlicheres Tutorial dazu bei mir in der ethisches Hacken Playlist. Das hier ist nicht in derselben Playlist, aber ich werde es verlinken natürlich. Und was ist Hashcat? Hashcat berechnet euch Hashes für ein gegebenes Passwort. Das heißt, ihr habt zum Beispiel eine Passwortliste und ihr berechnet dann den Hashwert davon. Warum sollte man sowas tun? Naja, sagen wir mal, ihr habt eine Datenbank in der Hand. Da werden wahrscheinlich in der Regel eure Passwörter nicht im Klartext gespeichert sein, denn es ist absolut gefährlich, Passwörter im Klartext zu speichern. Also werden sie gehasht. Und da der Witz von Hashes ist, man kann einen Hash relativ leicht berechnen, aber man kann von einem Hashwert nicht mehr das ursprüngliche Passwort berechnen. Und dazu sind die Dinger da. Das Einzige, was übrig bleibt, ist, ihr könnt alle Passwörter so ausprobieren, die ihr habt. Ihr könnt eine Wordlist durchlaufen lassen und dazu jeweils das Passwort, den Hashwert berechnen und dann abgleichen, sind die Hashes gleich. Und falls ja, habt ihr natürlich auch das Passwort gefunden. Also, das ist im Prinzip der Sinn und Zweck dahinter und ich lasse jetzt einfach mal den Benchmark hier laufen. Ihr seht, wir haben eine Nvidia GeForce GTX 1080 und wir berechnen hier einfach mal diese Hashwerte durch. Hier steht dann immer, wie viel Speed haben wir und was für ein Hashwert haben wir berechnet. MD4 ist absolut außer Mode, uralt, selbst MD5 ist schon gebrochen, aber ich will nur ganz kurz zeigen, wir haben hier, also manche benutzen es tatsächlich noch, und wir haben hier 24 Milliarden Passwörter, bisschen mehr sogar, die wir in der Sekunde ausprobieren können. Wohingegen wir zum Beispiel bei Shay 1 haben wir aber 9 Milliarden Passwörter die Sekunde. Hier Shay 512 ist so das Aktuelle, was man meistens oder was man relativ häufig findet, allerdings nicht für Passwörter, sondern hier zum eben andere Sachen hashen, also zum Beispiel einfach effizient in Listen speichern oder sowas. Da benutzt man gerne Shay 512 und da haben wir 1 Milliarde Passwörter, die wir pro Sekunde ausprobieren können. Wird aber trotzdem relativ häufig verwendet. Hier bei Ketchup haben wir 824 Millionen Hashes, die wir in der Sekunde ausprobieren können. Ist immer noch arschviel. Also wir sehen hier, wir haben echt ordentlich was drauf. Wir können mehrere Milliarden Passwörter die Sekunde ausrechnen. Wenn man sich jetzt dazu rechnet, dass ich eine Wordlist mit circa, ich glaube, 9 Milliarden Passwörtern habe, die ist echt riesig, dann kann ich die aber schon in, teilweise nicht mal einer Sekunde durchprobieren. Aber hier unten sehen wir schon, es geht runter. Hier haben wir nur noch 51.000 Kilo-Hashes. Das sind schon mal nur 51 Millionen Hashes. Da geht es schon wieder ein bisschen eher in Richtung Passwort speichern. Und hier sehen wir dann, WordPress und PHP, BB und Joomla zum Beispiel haben nur noch hier knappe 7 Millionen Passwörter die Sekunde und zum Beispiel Script ist echt in Ordnung. Also das ist eigentlich ein richtig guter Wert hier, 584.000 Passwörter die Sekunde. Das ist nicht viel, das heißt, es dauert einfach extrem lange. Also für uns ist natürlich gut, wenn wir ein Passwort cracken wollen, wenn es schnell geht. Dazu auch die ganze Leistung. Aber wenn ihr natürlich Passwörter sicher speichern wollt, dann macht es natürlich Sinn, dass man relativ lange braucht zum Berechnen von so einem Passwort. Und deswegen sind diese 585 Kilo Hashes pro Sekunde sinnvoller, wenn ihr ein Passwort speichert, als mehrere Milliarden Hashes die Sekunde. Okay. Hier sehen wir noch die ganzen anderen. HMAC ist auch relativ häufig benutzt, auch eben zum Passwort speichern. Wir sehen hier, wir haben gerade mal 437 Kilohashes die Sekunde. Und bei Skype ging vorhin irgendwie schneller. Irgendwie hängt das sich momentan gerade so ganz gerne mal auf. Skype ist nicht so geil, was das angeht. Wir haben hier mehrere Milliarden, also fast 13 Milliarden Milliarden Hashes die Sekunde. Das ist natürlich richtig mies, weil wir können einfach 13 Milliarden Passwörter von einem Skype-Account in der Sekunde ausprobieren. Achtung, das bedeutet jetzt nicht, dass ihr hergehen könnt und anderen Leuten
ihr Skype-Passwort so schnell cracken könnt. Nein, das heißt nur, wenn ihr an deren PC seid und die haben sich gemerkt, wo sie ihre Passwörter speichern oder generell, sie speichern einfach ihre Passwörter zum automatisch Anmelden, dann müssen die irgendwo auf der Festplatte liegen. Die liegen da aber auch nicht im Klartext, die liegen zum Beispiel auch in einer Hashform vor und Skype hat echt eine mega schlechte Hashung, hier sehe ich gerade, also wirklich diese 13 Milliarden, das ist echt der Tod. Während WPA, WPA 2, das ist jetzt zum Beispiel für euer WLAN und 400 Kilo-Hashes pro Sekunde ist relativ wenig. Das heißt, es dauert da einfach wieder sehr, sehr lange. WPA, WPA 2, also ziemlich sicher, kann man so sagen. Wohingegen hier das hier unten wieder echt schlecht abschneidet. Aber vielleicht braucht man das ja auch nicht unbedingt zum Passwort-Hashen. Das hier sagt mir zum Beispiel gar nichts. Gut, also die sagen mir jetzt gerade aktuell nichts. Ich lasse euch da ganz kurz mal, oder ich pausiere euch einfach mal ganz kurz und lasse das mal ein bisschen weiterlaufen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade genug erklärt und die Werte sind eher interessant. So, da sind wir wieder. Und zwar geht es jetzt weiter hier mit Kerberos. Kerberos ist eine Variante zum Schlüssel austauschen. Werden wir wahrscheinlich noch in der Playlist zu IT-Sicherheit machen, falls ihr darauf Bock habt. Ja, falls ja, schreibt mir einen Kommentar oder sowas. Falls nein, schreibt mir bitte auch eins, weil ansonsten mache ich das wahrscheinlich früher oder später. Genau, MySQL sollte jeden von euch was sagen. Ja, das kennt man auch hin und wieder mal. Da haben wir sogar sehr, sehr viele Passwort-Hashes, aber wenn die Version nach oben geht, wurde auch der Algorithmus besser. Das heißt, man hat nicht mehr so viele Hashes, sprich, man kann nicht mehr so schnell cracken, was natürlich auch geil ist. Okay, all die Dinger, gut, OS Commerce ist zum Beispiel ein Online-Shop. Da sehen wir haben furchtbar schlechte Passwortspeicherung, aber man muss natürlich erstmal an die Datenbank kommen. Wenn man nicht an die Datenbank kommt, kann man auch keine Passwörter cracken. Okay, Django kennt ihr vielleicht alle, ist Python für Web sozusagen. Und da sehen wir, Django hatte relativ lange einen sehr, sehr unsicheren Passwort-Hashing-Algorithmus, wohingegen sie dann irgendwann mal umgestiegen sind, auf diesen wunderbaren Algorithmus statt SHA-1 zu nutzen. Und da sehen wir plötzlich, haben wir nur noch, Achtung, hier steht Hashes pro Sekunde, nicht Mega-Hashes, nicht Kilo-Hashes, sondern wirklich nur 63.906 Hashes pro Sekunde. MediaWiki ist ein Wiki, apropos, wo wir gerade dabei sind, bei uns auf der Website gibt es auch ein Wiki, da könnt ihr gerne mal reingucken und vielleicht ein paar Einträge oder sowas machen. Vielleicht habt ihr ja selber einen Benchmark oder sowas, den ihr dann da zum Besten geben könnt oder natürlich im Forum, wie es euch lieber ist. Genau, PostgreSQL und MSSQL haben auch relativ viele Hashes pro Sekunde abgesehen, also je nachdem, wie neu halt die Version ist. Hier haben wir auch nur noch 1 Milliarde Hashes pro Sekunde, aber ich glaube, ihr könnt selber lesen. Okay. Ganz kurz gehen wir ein bisschen weiter. Ihr könnt natürlich auch einfach das Video kurz pausieren und dann Frame für Frame angucken. Ich gehe das jetzt ganz kurz hier so durch, bis wir wieder bei den Interessanten landen. So, bcrypt, das ist das, was allermeistens für Passwort-Hashing benutzt wird, auch von Unix zum Beispiel. Das heißt, mein Linux-Passwort, also das Administrator-Passwort, ist tatsächlich in bcrypt gespeichert und damit haben wir gerade mal 15.300 Hashes pro Sekunde, das heißt ziemlich, ziemlich sicher. Wir sehen hier SHA 512 Crypt bzw. SHA 256 Crypt ist auch sehr, sehr langsam zum Berechnen, also auch ziemlich gut. Und hier euer OS-Passwort, also falls ihr Mac-User seid, habt ihr auch ziemlich gute Chancen hier, dass euer Passwort nicht gecrackt wird, weil es einfach so ewig dauert. Genau, hier Android. Android von Samsung hat 5 Millionen Hashes pro Sekunde. Das heißt, nicht der beste Algorithmus, aber auch nicht scheiße. Während Grub zum Beispiel echt verdammt gut ist. Also, wenn hier kein Kilo oder sowas vorne dran steht, ist eigentlich schon echt super. Genau, das sind eigentlich die wichtigsten, die ich euch mal so sagen wollte. Es gibt noch ein paar mehr. Wir gehen hier gerade mal kurz weiter bis zu 7-Zip und WinZip und Ra. Ra ist echt sehr rar, also da braucht man schon lange. 7-Zip ist sogar noch langsamer, während WinZip ziemlich schnell geht, also verhältnismäßig relativ schnell. Damit könnt ihr dann ausprobieren, hey, wie kann ich denn bitte jetzt hier einen Hash cracken und dann einfach hier weiterlaufen lassen. So, wir sehen hier, TrueCrypt ist ziemlich schnell mit ihren, also was heißt ziemlich schnell? Es ist immer noch relativ langsam im Vergleich zu manchen anderen Dingen, aber hier zum Beispiel TrueCrypt ist deutlich langsamer geworden mit der Version. Und VeraCrypt ist sogar extrem langsam. Wir haben hier tatsächlich, ich glaube, das ist der niedrigste Wert gewesen. Für das hier haben wir gerade mal 59 Hashes pro Sekunde. Also nicht Kilo oder sowas, sondern wirklich nur 59 Hashes pro Sekunde. Das ist, glaube ich, der Gewinner hier bei der Langsamkeit. Was bedeutet, das ist eigentlich der beste Algorithmus, den man benutzen kann, um irgendwas, um ein Passwort zu speichern. Also das ist so das, was man benutzen könnte. Android hier nochmal mit knappen Millionen Hashes pro Sekunde
Und ja, dann haben wir ja noch Office mit ein paar Megahashes pro Sekunde. Aber ich meine, PDFs sind manchmal auch passwortverschlüsselt, aber ihr seht, es ist nicht wirklich irgendwie relevant. Vor allem ist hier tatsächlich nochmal der Speed ein bisschen hochgegangen von 17 Millionen Hashes pro Sekunde auf 3 Milliarden Hashes pro Sekunde und dann nochmal richtig hart runter, da sind sie jetzt dann richtig reingegangen, also bei Acrobat 10 und 11. Genau, ja, also Bitcoin kann man hier auch mal gucken, ist auch sehr, sehr gut dabei. Also die wichtigen, die sind sehr, sehr schön langsam und ja, wir sehen, es ist richtig gut zu wissen, wie lange brauche ich denn für meine ganzen Hashes und zum Cracken davon. Ich hoffe, es hat euch mal gefallen. Ein bisschen anderes Benchmark-Video, aber hey, das passt super hier rein. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.